Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und jeden Donnerstag veröffentliche ich ein Video rund um Patente, Marken und Designs. Ich habe in der Vergangenheit schon ein Video zu Markenanmeldung gemacht und habe dort auch schon erläutert, dass man in einer Markenanmeldung Angaben eben zum Zeichen, zum Anmelder, zu den Waren und Dienstleistungen machen muss. In einer Markenanmeldung kann man aber viel mehr Parameter und Angaben selbst bestimmen. Und in diesem Video erkläre ich genau, welche Angaben man zusätzlich eben machen kann oder sogar muss und was das für Auswirkungen hat. In diesem Video gebe ich Tipps zu den wichtigsten Optionen bei Markenanmeldung und zu meinen Tipps aus meiner Erfahrung heraus zu den Anmelderangaben, zu den Zahlungsangaben, zu den Vertreterangaben und so weiter. Außerdem erkläre ich, ob sich eine beschleunigte Prüfung lohnt oder nicht. Haben Sie sich bei einer Markenanmeldung schon mal gefragt, ob Sie die beschleunigte Prüfung beantragen sollen oder ob Sie lieber überweisen oder ein SEPA-Mandat erteilen? Zur Zustellanschrift. Bei der Zustellanschrift kann eine vom Anmelder abweichende Anschrift angegeben werden, mit der korrespondiert werden soll. Die Vertreterangaben sind für Sie im Prinzip nur relevant, wenn ein Anwalt für Sie tätig wird und dort seine Vertreterangaben hinterlegt. Sie sollten dort nicht sich selbst oder Ihre Firma eintragen, weil eben Sie selbst oder der Firma ja nicht Ihr Vertreter ist. Dann gibt es die Option der Serienanmeldung. Diese Option ist für Sie in der Regel nicht relevant. Hier können nach gleichem Schema gebildete Marken mit identischen Waren und Dienstleistungen alle als eben Serienmarke angemeldet werden. Das hat keinen Kostenvorteil, hat aber den Vorteil, dass diese Marken dann vom gleichen Prüfer geprüft werden und also einheitlich beurteilt werden. Ob das ein Vor- oder Nachteil ist, müssen Sie entscheiden. Dann die Angaben zur Priorität. Wurde diese Marke in den vergangenen 6 Monaten in einem anderen Land angemeldet, dann können Sie die Priorität dieser ersten Anmeldung für Ihre deutsche weitere Markenanmeldung in Anspruch nehmen und dann erhält Ihre neue deutsche Markenanmeldung den Zeitrang der früheren ausländischen Anmeldung. Dann die Angaben zur Leitklasse. Die Leitklasse hat keinerlei rechtliche Auswirkungen. Die Leitklasse bestimmt lediglich, welcher Prüfer die Marke prüft oder welche Markenstelle die Marke prüft. Wenn man also die Leitklasse für Druckereierzeugnisse in Klasse 16 wählt, dann prüft eben die Markenstelle für Klasse 16 für eben Druckereierzeugnisse. Wenn man Klasse 35 wählt, Dienstleistung einer Werbeagentur zum Beispiel, dann prüft eben die Markenstelle, die normalerweise Werbeagenturmarken prüft. Das kann man ausnutzen, um beispielsweise die Schnelligkeit der Eintragung der Marke zu beeinflussen. Manche Leitklassen sind eben völlig überlaufen und überfüllt und dann kann es aus meiner Erfahrung heraus etwas länger dauern, bis die Marke überhaupt geprüft wird und dann eingetragen wird. Wenn man eine Leitklasse wählt, wo praktisch keine Marken angemeldet werden oder weniger Marken angemeldet werden, dann kann es manchmal etwas schneller gehen. Die beschleunigte Prüfung. Soll ich die beschleunigte Prüfung beantragen oder nicht? Aus meiner Sicht ist die Beantragung der beschleunigten Prüfung überflüssig. Das Deutsche Patent- und Markenamt verpflichtet sich mit dem Antrag auf beschleunigte Prüfung, der kostenpflichtig ist, dass die Marke innerhalb von 6 Monaten, also der Prioritätsfrist, geprüft wird. Aus meiner Sicht oder Erfahrung tut es das Amt sowieso. Die Marken, die wir als Kanzlei so anmelden, und ich glaube, das geht anderen auch so, werden in der Regel so zwischen 1 und 3 Monaten geprüft. Manchmal habe ich eine Marke auch schon nach 2 Wochen eingetragen bekommen und manchmal halt erst nach 4 Monaten. Aber in jedem Fall, aus meiner Erfahrung heraus, wird die Marke innerhalb von 6 Monaten angesehen und entweder eingetragen oder beanstandet. Aus meiner Sicht bringt ein Beschleunigungsantrag daher keine darüber hinausgehende Beschleunigung. Dann gibt es noch das Feld, wo man Angaben zu Kollektivmarken machen kann. Eine Kollektivmarke ist eine relativ exotische Markenform, wo ein Verein mit einer Markensatzung eine Marke anmeldet und dann eben Dritten unter gewissen Bedingungen, die in der Markensatzung definiert sind, die Benutzung dieser Marke erlaubt. Ein prominentes Beispiel ist das Wollsiegel. Und natürlich etwas ganz Wichtiges, die Zahlungsarten. Soll man lieber überweisen? Soll man ein SEPA-Mandat erteilen? Im Prinzip kann man 3 Monate ab dem Anmeldetag den Betrag überweisen. Ich empfehle allerdings, eine Einzugsermächtigung zu erteilen, das heißt ein SEPA-Mandat zu erteilen, denn dann ist der schwarze Peter beim Amt und wenn das Amt dann einen Fehler macht, diese Gebühr einzuziehen, dann ist die Marke nicht direkt tot
Und wenn es zum Beispiel einen Fehler, Zahlendreher oder irgendetwas in diesem SEPA-Lastschriftmandat gibt, dann beschwert sich das Amt und wird eine Mängel irgendwie geltend machen und sagen, hier, da gibt es Fehler in diesem SEPA-Mandat. Also in jedem Fall ist es viel sicherer, ein SEPA-Lastschrift-Einzugsmandat zu erteilen, damit eben ein Zahlendreher bei der eigenen Überweisung vermieden wird und dann eben die Marke nicht im schlimmsten Fall kaputt geht. Ich hoffe, dass ich in diesem Video genau erklären konnte, welche Angaben bei einer Markenanmeldung neben den wichtigen Angaben wie Zeichen, Anmelder und Waren- und Dienstleistung gemacht werden müssen. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Marken, Patente und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.